Schönen guten Tag, ich bin Max Weber vom Organisationsteam von Frieden geht. Frieden geht ist ein Staffellauf gegen Rüstungsexporte, der in diesem Jahr vom 21. Mai bis 2. Juni quer durch Deutschland stattfindet. Heute bin ich in Kassel. Kassel ist einer der größten Rüstungsstandorte in Deutschland. Hinter mir seht ihr die Firma Krauss-Maffei Wegmann. Krauss-Maffei Wegmann stellt unter anderem Leopard 2 Panzer her. Diese Panzer werden in die ganze Welt exportiert. Wo sie zum Einsatz kommen, weiß man im Vorhinein nicht. Wir sehen es aber derzeit, dass zum Beispiel die Türkei in einem völkerrechtswidrigen Einsatz diese deutschen Leopard 2 Panzer in Afrin in Nordsyrien einsetzt. Menschen sterben jeden Tag oder werden durch diese oder andere Waffen verletzt. Insgesamt stirbt alle 14 Minuten ein Mensch durch eine deutsche Waffe. Krauss-Maffei Wegmann ist dabei nur einer der Rüstungsproduzenten in Deutschland. Deutschland ist aber der 5. größte Rüstungsexporteur der Welt. Eine andere Firma, die auch sehr viele Waffen exportiert, ist Heckler & Koch. Heckler & Koch stellt unter anderem das G36 her und ist in den letzten Jahren durch illegale Waffenlieferungen zum Beispiel nach Mexiko aufgefallen. Wir fordern einen grundsätzlichen Stopp deutscher Rüstungsexporte. Um unserer Forderung Ausdruck zu verleihen, machen wir diesen Staffellauf quer durch Deutschland. Wir starten direkt vor den Toren von Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar und laufen über Stationen wie Freiburg, Frankfurt, unter anderem auch Kassel, Jena, Wittenberg, Potsdam bis zum großen Abschluss am 2. Juni in Berlin. Dort wollen wir den politisch Verantwortlichen unsere Forderungen übergeben und zeigen, in Deutschland sind viele Menschen gegen Rüstungsexporte. Kommt mit dazu, seid mit dabei, seid Teil von Frieden geht. Ihr könnt das, indem ihr mitlauft, indem ihr euch anmeldet auf unserer Website www.frieden-geht.de. Genauso könnt ihr euch aber auch einbringen in der Vorbereitung. Derzeit finden fast täglich Regionalbesprechungen in ganz Deutschland entlang der Strecke statt. Wo diese stattfinden und wer dort verantwortlich ist, auch diese Informationen findet ihr auf unserer Website. Natürlich sind wir auch angewiesen auf Spenden und freuen uns, wenn Sie oder ihr uns auch finanziell unterstützt. Seid dabei und werdet Teil von Frieden geht. Wir freuen uns auf euch.